Vielen Dank, Herr Bundesminister. Ich bedanke mich namens des ganzen Hauses für Ihre guten Wünsche und will zu der Frage, ob es nur für das Jahr oder für das Jahrzehnt ist, nur die Bemerkung machen. Bisher war unstreitig, dass das 20. Jahrhundert am 1. Januar 1900 begonnen hat. Und von daher, auch wenn man zählt, ist es meistens so. Aber wie auch immer. Auch die Grünen werden Ende nächsten Jahres möglicherweise ein neues Vorschlagspapier haben, weil die Dinge so rasant sind. Und das ist ja auch ganz gut so. Also ich habe es noch nicht ganz gelesen. Schicken Sie es mir ruhig, wenn da gute Ideen dabei sind. Die rote Ampel zeigt eigentlich, dass die Redezeit abgelaufen ist. Herr Präsident, ich habe Ihr Räuspern überhört. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ich kriege zu viele Mitleidsbekundungen über meine permanente Erkältung. Deswegen würde ich bitten, im Regelfall die Ampel zu beachten. Gute Besserung, Herr Präsident. Also bitte, Herr Kollege, Nachfrage. Auch von mir nochmal gute Besserung an den Präsidenten. Naja, er muss nur die Redezeit einhalten. Ich räusche, um ihn auf den Ablaufen der Redezeit aufmerksam zu machen. Ich bin gar nicht krank. Gut, also jetzt aber läuft Ihre Redezeit. Gut, prima. Als nächster Redner hält das Wort der Kollege Dr. Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, ich danke für die Promotion ehrenhalber, muss Sie aber zurückweisen. Das ist gefährlich in der Politik. Ich habe keinen Doktortitel gemacht, ich habe nicht promoviert, habe das auch nicht vor. Wollte das nur ganz kurz hier fürs Protokoll festgehalten haben. Ja, das war jetzt großzügig wegen der Promotion. Herr Kollege Graf Lambsdorff, ich bitte um Verzeihung für die Promovierung, aber Sie hätten es verdient. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Heike Hense. Frau Dr. Hensel, Sie können jetzt zu uns sprechen. Ja, Professorin. Ich nehme den Titel an, Herr Präsident. Dabei ist die Situation äußerst gespannt. Und wir haben auch erst wieder gestern Nacht Angriffe auf US-Basen durch Raketenbeschuss erlebt. Es ist ungeheuerlich, muss ich sagen, dass sie die deutschen Soldaten wie bei einem Schachspiel als Bauernopfer einsetzen, um ihren geopolitischen Einfluss in der Region zu wahren. So ist es. Und dann ignorieren sie auch noch, den Beschluss des irakischen Parlaments, dass alle ausländischen Truppen abziehen sollen. Meine Damen und Herren, diese Krise hat sich mit Ansage über Monate zugespitzt. Es ist so schade. Deutschland hat so gute Kanäle in alle beteiligten Hauptstädte und hätte einen wichtigen Beitrag zur Krisendiplomatie leisten können. Aber was hat diese Bundesregierung getan? Die Verteidigungsministerin hat innenpolitische Debatten über unabgestimmte Militäreinsätze vom Zaun gebrochen und sich darüber öffentlich mit dem Außenminister gestritten. Das ist doch in so einer Lage völlig unverantwortlich. Und auch Ihre unengagierte Rede heute, Herr Außenminister, fand ich, war auch wieder mal so ein Beleg für den fehlenden Handlungsunwillen, den Sie in dieser schweren, schwierigen Krise gezeigt haben. Meine Damen und Herren, wir brauchen keine Außenpolitik, die immer nur bedauert, ermahnt, bittet oder Sachverhalte zusammenfasst. Wir brauchen eine Außenpolitik, die die Wahrung der Menschenrechte gewährleistet. Wir brauchen eine Pendeldiplomatie aller Hans-Dietrich Genscher. Und wir brauchen einen Chefdiplomaten, der auch häufiger mal ins Flugzeug steigt und nicht immer nur zum Hörer greift oder mit gewisser kleiner Resonanz twittert. Und wir brauchen wieder eine echte Diplomatie mit Fingerspitzengefühl, die mit unseren internationalen Partnern eine langfristige Stabilisierung in der Region erreichen möchte. Das geopolitische Vakuum des Nahen Ostens haben Sie bisher nur mit moralischen Appellen, mit Absichtserklärungen und mit einer mantraähnlichen Heiligung des Iran-Deals erfüllt. Einen Plan B hatten Sie nie. Die Verwerfungen des arabischen Frühlings dauern nun bereits ein ganzes Jahrzehnt an. Und erst jetzt haben Kanzlerin und Außenminister es für sinnvoll gehalten, mit Putin ins Gespräch zu kommen. Dass eine stabile Lösung im Nahen Osten ohne die Russen und Amerikaner unmöglich ist, das hätte Ihnen jeder Erstsemesterstudent für internationale Beziehungen sagen können. Nebenbei nur bemerkt, Herr Oberst im Generalstab AT Lukassen, wo ist er denn?
Also, ich denke schon, dass ein Oberst im Generalstabsdienst in der Lage sein sollte, zwischen Lagebewertung und Lagebeurteilung Unterscheidungen zu treffen. Das habe ich bei Ihnen nicht geführt und gespürt. Ich würde mal sagen, Sie haben hier noch nachzuarbeiten. Denn die Lagebeurteilung führt uns gerade dazu, dass wir in solch einer Situation, hören Sie mir zu, dann lernen Sie was, dass Sie bei der Lagebeurteilung sehen werden, dass Sie bei der Lagebeurteilung, Aufruhr bei der AfD, Herr Präsident, bei der Lagebeurteilung feststellen werden, dass wir im Sinne der Stabilität gerade deswegen mit aller Sorgfalt für unsere Soldatinnen und Soldaten, aber auch unserem Auftrag entsprechend Präsenz im Irak mit auch weiter zeigen sollten. Und man muss vielleicht auch mal eins in Zeiten wie diesen und in Zeiten, in denen solche Reden wie eben gehalten werden, sagen. Sie haben selbst gefragt, Herr Jacobi, wofür steht denn diese Flagge der Europäischen Union? Und haben dann gesagt, sie steht für die Autorität der Herrschaftsmacht oder irgendetwas Ähnliches. Sie steht, es geht doch hier um was ganz anderes bei dem strafrechtlichen Schutz. Es geht doch darum, die dahinterstehenden Werte zu verteidigen. Und was sind denn die Werte, die einmal bei Schwarz-Rot-Gold und die auch bei der Europaflagge dahinterstehen? Da geht es um Demokratie, da geht es um Freiheit, da geht es um Rechtsstaatlichkeit und um die längste Periode des Friedens, die wir in Europa jemals hatten. Und die sollten wir nicht verunglimpfen, das sollten wir gelegentlich hier auch mal so deutlich wieder sagen, meine Damen und Herren. Und im Übrigen, Sie haben ja selbst die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zitiert. Ich will das gar nicht näher kommentieren, aber wie man nach diesem Antrag erklären darf, der Antrag verbiete in Zukunft, die Europäische Union zu kritisieren, der hat unsere Verfassung wirklich nicht verstanden, meine Damen und Herren. Wirklich nicht verstanden. Dass ausgerechnet die AfD-Fraktion, die uns hier ständig mit Hammelsprüngen ärgern will, die mit überraschenden namentlichen Abstimmungen nach Mitternacht provoziert, die die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages bis zur Grenze ausreizt, will nicht in der Lage sein, die rechtliche Bedeutung dieser Resolution zu erkennen, das ist bemerkenswert. Nun muss man aber der AfD sagen, wir haben Bündnispartner, Herr Lucassen, im Irak. Und sich einfach zu verdrücken, wenn es brenzlig wird, ist unsere Sache nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielmehr hätte ich von Ihnen erwartet, dass Sie den Soldatinnen und Soldaten, die dort mutig ihren Dienst verrichten, einmal mehr danken. Denn das ist das, was hier in diesem Hause ausgesprochen werden muss. Und gegen Mythen, die Sie verbreiten, auch in Ihrem Antrag, den wir selbstverständlich ablehnen werden, helfen Fakten. Und nun ein letzter Punkt. Zum Antrag der AfD. Ich glaube, Sie wissen gar nicht zu Recht, was Sie wollen, um ehrlich zu sein. Sie überschreiben diesen Antrag und kündigen letzte Woche vor der Presse an, Sie wollen eine erneute Abstimmung über dieses Mandat, das Sie, Herr Lucassen, gerade in Bausch und Bogen abgelehnt haben. Und gleichzeitig schreiben Sie dann, und man soll die Zustimmung zurückziehen. Ihnen geht es doch gar nicht um irgendwie die Lösung irgendwelcher Probleme. Ihnen geht es um das, was Sie hier in diesem Haus ständig wollen, nämlich Chaos stiften. Und daran werden wir uns nicht beteiligen. Herzlichen Dank. Und meine Kolleginnen und Kollegen von der AfD, mit ein paar Zeilen einen Antrag hier einreichen, das wird der Ernsthaftigkeit der Lage nicht gerecht. Und Sie müssen sich schon entscheiden. Sie wollen auf der einen Seite die Flüchtlinge, die hier in Deutschland untergekommen sind, in den Irak zurückschicken. Aber auf der anderen Seite, wenn es um die Sicherheit vor Ort geht, dann stecken Sie den Kopf in den Sand. Das ist keine Politik, sondern das ist billiger Populismus und das hat mit seriösen Vorgehen wirklich nichts zu tun. Die Begründung, man könne mit einem Sportflugzeug wegen des relativ geringen Gewichtes keinen wirklich erheblichen Schaden anrichten, gründet sich natürlich auf einem erschreckenden Maß von Unkenntnis. Ich habe in meiner jahrelangen Praxis als Vermessungspilot immer wieder erlebt, dass Sportflugzeuge teilweise mit ausgeschaltetem Transponder in Lufträume eingeflogen sind, in denen sie wirklich aber auch gar nichts zu suchen hatten und für teilweise dramatische Near-Miss-Ereignisse gesorgt haben. Und natürlich ist es möglich, mit einem Sportflugzeug zum Beispiel in den Anflugsektor eines Verkehrsflughafens einzufliegen und dort durchaus auch einen Airbus vom Himmel zu holen.
Und nun zum Antrag der FDP, lieber Kollege Höferlein. Sie wollen jetzt erneut, dass hier nicht der Antrag, den Sie zum ersten Mal vorgelegt haben, eine einzelne Personengruppe von der Zuverlässigkeitsprüfung ausnehmen. Frau Michalitsch hat es ja auch eben schon gesagt. Und bei allem Respekt, Herr Öferlin und liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, das ist wirklich klassische Klientelpolitik, die Sie dort betreiben. Und die lehnen wir ganz entschieden ab, insbesondere wenn es um die Gewährleistung der Sicherheit und den Schutz vor terroristischen Attacken geht. Was den FDP-Antrag angeht, die Zuverlässigkeitsprüfung für Privatpiloten und Luftsportler abzuschaffen, den Antrag, den hatten wir schon vor einer Weile. Der ist nicht wirklich neu. Und so kann ich Ihnen nur sagen, dass eben genau das, was wir im Ergebnis nicht wollen, ein Flickenteppich an Sicherheitsregelungen. Im Übrigen können auch Privatflugzeuge beträchtlichen Schaden anrichten, wenn sie zum Absturz gebracht werden. Das hat nicht nur mit dem Tankinhalt zu tun. Und auch die organisierte Kriminalität ist mit Kleinflugzeugen unterwegs. Das ist auch nicht wirklich neu. Konrad, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade von Dialog gesprochen. Die Landwirtschaftsministerin hat zu zahlreichen Gesprächen eingeladen, hat eben auch alle Landwirtschaftsminister eingeladen. Der einzige Landwirtschaftsminister der FDP, Volker Wissing, hat an diesen Gesprächen nie teilgenommen. Ich habe ihn dort nie gesehen. Ich habe an diesen Gesprächen auch teilgenommen. Er war nie da. Und deswegen meine Frage, ist dieses Thema der FDP vielleicht doch nicht so wichtig gewesen? Er hat sich nämlich noch nicht mal vertreten lassen. Oder wie stehen Sie dazu? Oh, Herr Stegemann, was mich wundert, ist, dass zu Gesprächsrunden der Landwirtschaftsminister, Abgeordnete der Union anwesend sind. Abgeordnete der FDP werden dazu nicht eingeladen. Die FDP ist immer bereit, sich einzubringen. Vielen Dank. Wir waren nicht eingeladen. Keiner von uns war eingeladen. Ich glaube, Sie haben den Ernst der Lage nicht verstanden. Stellen Sie sich bitte schon einmal vor, Ihre Frau liegt im Krankenhaus und ist schwanger und Sie möchten unbedingt bei der Entbindung dabei sein. Sie sind unterwegs und müssen tanken und wissen, Sie benötigen noch genau 10 Liter, dass Sie es bis ins Krankenhaus schaffen, um bei der Entbindung Ihres ersten Kindes dabei zu sein. Dann kommt der Tankwart, nennen wir ihn mal Glöckner, raus und sagt, Sie dürfen nur 80% tanken. Genau das ist die Düngeverordnung, meine Damen und Herren. Sie können deswegen nicht dabei sein bei der Entbindung Ihres Kindes. Und über genau das reden wir heute. Haben Sie es auch gehört? Oder besser gesagt, haben Sie es nicht gehört? Irgendeinen Unterschied zwischen der Rede zur FDP und der AfD? Gönnen Sie sich mal den Luxus, schließen Sie die Augen, wenn da die Reden gehalten werden. Da gibt es keine großen Unterschiede mehr. Sie sind auf einem Weg, den ich populistisch nenne. Und Sie sollten sich das als FDP gut fragen, ob Sie diesen Weg gehen wollen. Ja. Es ist zu hören, dass auf der FDP-Fraktionsweihnachtsfeier der große Vorsitzende Lindner die Parole ausgegeben hat, dass die FDP die einzig wahre Bauernpartei sei. Wenn das so wäre, dann stellen Sie erst mal klar, was Sie überhaupt wollen. Früher war die FDP verbunden mit dem Begriff des Subventionsabbaus. Wenn es um Agrarsubventionen geht, dann nehmen Sie es jetzt nicht mehr so ganz so eng mit der eigenen Programmatik. Das soll alles so bleiben, wie es ist. Kollege Tröger, ich möchte gar nicht auf die Beleidigung, die Sie am Anfang von sich gegeben haben, aus meiner Sicht eingehen. Ich möchte nur auf einen Punkt eingehen, der Wissenschaftlichkeit. Wir haben beide heute Morgen im Umweltausschuss den TAP-Bericht gehört. Da haben wir gehört, dass es 10 Jahre dauert, bis ein Eintrag, der oben an der Oberfläche gemacht wird, wie bereits gesagt, Nitrat, unten im Grundwasser ankommt und es dauert etwa 20 Jahre, bis Grundwassermengen unten am Boden ausgetauscht werden. Das heißt, die Maßnahmen, die Sie 2017 ergriffen haben, können heute noch gar nicht greifen. Was aber wiederum bedeutet, dass die verschärften Maßnahmen, mit denen Sie die Bauern geißeln, überhaupt gar keine Chance haben, Wirkung zu zeigen und deswegen eine Verschärfung und eine Verschärfung nach sich ziehen wird. Wie erklären Sie das im Hinblick darauf, dass Sie Wissenschaftlichkeit an den Tag legen möchten? Die Wissenschaft sagt, dass man mindestens 10 Jahre warten muss, bis man Wirkung sieht. Sie verschärfen alle 2 Jahre. Wie bringen Sie diese beiden Punkte bitte zusammen? Sie haben das Wort zur Erwiderung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Kollegin Skudelny, ist Ihnen aufgefallen, wer gerade frenetisch Beifall geklatscht hat bei Ihrem Beitrag? Und zum Thema Wissenschaftlichkeit.
Seit dem Jahr 2003 läuft das erste Verfahren gegen Deutschland mit Bezug auf mangelnde Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der europäischen. Das heißt, 2017 war es allerhöchste Eisenbahn, dass wir zu einem Kompromiss kommen. Und nach harten Verhandlungen und nach langem Ringen haben wir einen Kompromiss gefunden, der postwendend von der EU-Kommission wieder zurückgegeben wurde. Das heißt, es geht gar nicht darum, was trat 2017 in Kraft, sondern es geht einzig und allein darum, was fordert die Wasserrahmenrichtlinie. Und der Eintrag von Nitrat in den roten Gebieten ist schlicht nicht zu leugnen. Und die niedersächsischen Behörden sind mal der Frage nachgegangen, woher kommen denn diese Einträge? Und ja, es gibt auch Einträge, die nicht von der Landwirtschaft stammen. Die Behörden haben ermittelt, 8% kommen auch aus Kläranlagen und Klärwerken der Kanalisation. Und nur lediglich 92% stammen aus landwirtschaftlichen Einträgen ins Gewässer. Fragen Sie sich selbst, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Wo soll uns, wo will uns heute die FDP mit ihrem Antrag eigentlich hinführen? Anstatt dass Sie sich wirklich mit den Ergebnissen der Krefelder Studie zum Insektensterben ausführlich beschäftigen, werden von Ihnen die Aussagen der Krefeld-Studie verdreht, schlicht falsch wiedergegeben. Die Studie zeigt sehr wohl die Situation in weiten Teilen Westeuropas. Steht in Ihrem Antrag nachzulesen, Herr Lambsdorff, hätten Sie lesen sollen. 94% der ausgewerteten Standorte sind landwirtschaftlich genutzte Gebiete. Wenn man die Ergebnisse dieser Studie nicht korrekt wiedergeben kann oder will, sollte man doch lieber schweigen, meine liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum, frage ich mich, hat der FDP-Landesminister, der heute schon erwähnt worden ist, noch keine Stellungnahme im Landwirtschafts- und Ernährungsministerium abgegeben zur aktuellen Düngerfonds? Da liegt noch nichts vor. Bitte erst mal liefern, bevor man hier Populismus an den Tag legt. Und dieser Populismus wird noch unterstrichen, wenn man heute, zwei Tage vor der Eröffnung der Grünen Woche, eine namentliche Abstimmung verlangt, ohne in den Fachgremium des Deutschen Bundestags, wo wir fachlich miteinander drüber diskutieren, ohne diese Diskussion Zulassung, einfach nur hier die große Show machen und eine namentliche Abstimmung beantragen, das geht nicht, meine Damen und Herren. Und bezeichnend ist ja für die FDP, dass sie immer noch diese Psychose oder in was die drinstecken, weil sie halt jetzt doch nicht mitregieren dürfen und weil sie Jamaika verlassen haben, versuchen sie sich jetzt solche Auswege. Herr Thüringer, gestatten Sie eine Zwischenfrage als der Grünen? Als Intervention bitte hinterher. Sie bekommen Ihre Antwort aber nach der Rede. In Ordnung, ja. Der Rede, ja.